Hallo Leute und willkommen zurück zu Delicious Emily's Road Trip. Ich denke, in dieser Folge werden wir das erste Kapitel abschließen. Deshalb starten wir direkt mit Level 9. Nora klopft wieder an der Tür. Emilys Fans füllen seit Monaten Noras Postfach mit hunderten von Hilferufen. Emily muss sich entscheiden, wie sie damit umgehen will. Okay. So, wie sieht es im Laden aus? 525. Ich glaube, es wäre sinnlos, das hier zu kaufen. Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind nur noch zwei Level hier in diesem Kapitel. Das lohnt sich überhaupt nicht. Nora! Es tut mir so leid, ich hatte einfach noch keine Zeit, all deine E-Mails zu lesen. Kein Problem. Ich bin ehrlich gesagt wegen etwas anderem hier, was aber immer noch mit deinem Blog zu tun hat. Liebe Emily, ich weiß nicht mehr weiter. Meine Kinder weigern sich, irgendein Gemüse zu essen. Ich habe alles versucht. Betteln, drohen, sogar bestechen. Aber nichts funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte hilf mir. Astrid aus Honolulu. Wow, sie scheint verzweifelt zu sein. Sie ist nicht die Einzige. Es gibt noch viele weitere solcher Kommentare von Leuten, die verzweifelt Hilfe benötigen. Ich denke, dass ich heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, ein kurzes Video machen könnte und darin einige meiner Rezepte vorstellen. Ja! Ich werde eine Strategie für die besten Stichwörter ausarbeiten, um unsere Verstärkungsrate in Bezug auf die Klickrate der Mikrokonversion zu erhöhen. Okay. Ja genau, mach das. Ach, wie schön, dass wir die Nora an unserer Seite haben, die anscheinend einen Plan von all dem hat und auch richtig Bock darauf hat. So, wir sollen die Kommentare der Fans lesen. Wo ist denn hier ein Telefon oder so? Ach, da unten ist Laptop, okay. So, ich schicke Paige jetzt erstmal zur Unterhaltung und zum Fotos machen hier unten an den Tisch und dann bekommt ihr Erdbeere und Melone, bitteschön. Paige, du kannst direkt, Moment, hier hingehen. So, viermal Kommentare lesen sollte jetzt nicht so das Problem sein. Hoffe ich einfach mal. Also, wir haben das. Wir haben den Kuchen und wir haben insgesamt vier Erdbeeren. Bitte schön, ihr Lieben. Ah, da kommen auch schon die ersten Kommentare. Hi, Emily. Nur eine kurze Frage. Wie backe ich einen Kuchen für meine Tochter? Was? habe ich keinen Apfel genommen? Wie backe ich einen Kuchen für meine Tochter? Was ist das denn für eine Frage? Kann die nicht mal irgendeinen Kuchen backen? Also so gar keinen? Nicht mal den einfachsten Marmorkuchen der Welt? Das ist ja schon ein wenig merkwürdig, aber okay, ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen Gas geben. Zwiebeln nehmen wir mit. 1, 2, 3, 4 Zitronen. Bitteschön. Dann hauen wir den Mais in die Pfanne. Ich werde mal eben kurz abkassieren. Und wir haben jetzt rote Zwiebeln. Oha. Finde ich übrigens viel, viel cooler als weiße Zwiebeln. Ich kaufe grundsätzlich immer rote Zwiebeln. Ich finde die besser. So, also einmal den Mais in die Pfanne hauen. Ich kann gerade nicht lesen, was da steht. Dann kann ich das hier schon mal machen. Hast du jetzt den Mais nicht reingemacht? Nee, anscheinend nicht. Okay. Paige, Moment. Jetzt wird es gerade ein bisschen viel, weil die hier alle so viel Mais wollen. Ihr wollt... Moment, das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Paige, du gehst hier hin. Dann haben wir zweimal Melone. Habe ich jetzt bei euch alles? Nee, ich habe noch einen Mais nicht, ne? Mist, was habe ich bei euch? Ich bin ein bisschen lahm. Melone und Mais. Okay, dann machen wir erst die Melone fertig. Da klicke ich mal eben. Und dann hauen wir noch einen Mais rein. Ich muss jetzt ziemlich viel einzeln rumbringen und das war blöd. Das hätte ich besser nach unten bringen können. So, mal eben hier hin. Oh Mann, ganz schön stressig. Habe ich das jetzt? Hat sie die Melone? Nee, hat sie nicht. Okay, Moment. Also, 1, 2, 3 davon. Sie hat immer noch keine Melone. Warum nicht? Weil ich falsch klicke? Ich glaube, ja. So, das ist dann erstmal für dich. Dann haben wir den Smoothie und das. Das kannst du schon mal haben. Dann nehmen wir den Honig mit und 1, 2, 3 Zitronen. So, habe ich jetzt alles? Okay, Zitronen habe ich, Honig. Ja, bring den vorbei, auf jeden Fall. Dann wird hier aufgeräumt. Dann haben wir zweimal Mais. Und ich muss noch einmal Kommentare lesen. Oh, wow, Leute. Sieht ganz schön schlecht aus mit unserer Punktzahl gerade noch. Ich räume mal eben auf. Ja, ich weiß, ich muss auch den Apfel da oben hinbringen. Das schaffe ich gerade nicht so schnell. Jetzt aber... Dann kann ich Kommentare lesen. Emily, lauf nach unten, Kommentare lesen. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Also keine Ahnung, was da jetzt drin stand in den Kommentaren. Aber ich bin verpeilt.
Das nehme ich mit. Das, das, das. Für dich und für dich. Wow, die hat aber jetzt echt schnell hier die Herzen verloren. Also wir haben einmal das. Hätte ich jetzt besser andersrum machen sollen, aber egal. Zweimal Erdbeeren. So, dann haben wir für euch nochmal den Mais. Wir haben zwei Melonen. Wir haben eine Gemüselasagne. Dann nehme ich erstmal den Mais wieder mit. Schnapp mir oben das Gelee. Paige, meine Süße, du kannst hier hingehen. Und wir haben einmal den Kuchen und zwei Zitronen. Ja, so langsam wird es aber wieder. Also gerade war es stellenweise dann doch sehr voll hier, aber okay. Ich schnapp mir nochmal das eben und die Zwiebeln. Dann habe ich eine Dreier-Kombo. Dann bringe ich dir das und dann gehe ich aufräumen. So, kannst du auch hier direkt aufräumen. Vielleicht gibt es auch eine... Oh, gibt sogar eine Reinigungskombo. Das ist schön. Zwiebeln füllen wir auf und schon haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Und auch die Punktzahl sieht gar nicht mehr so schlecht aus. So gefällt mir das. Meine süßen Omis, was kann ich für euch tun? Einmal eine Zitrone und 1, 2, 3, 4 Zitronen. Bitteschön. Auf sie könnte ich jetzt noch warten. Einmal die hier und zwei Zitronen. Und Paige geht da unten hin. Ach komm, ich mache bei dir auch nochmal eben eine Zitrone und 1, 2, 3 Zitronen. So, hätten wir nämlich nochmal eine Dreier-Kombo. Apfel bringe ich mal eben kurz vorbei. Dann muss ich wild rumklicken. Hau den Mais in die Pfanne, mach einmal das hier fertig, mach das nochmal fertig, nehme die Lasagne mit, nehme den Mais mit und dann kassiere ich mal kurz. So, Paige, kannst du wieder ein Foto machen? Na, was möchtet ihr? Ihr möchtet einen Smoothie, dann möchtet ihr zwei Erdbeeren. Nein, das war komplett falsch, was ich hier mache. Und den Honig. So, wow, schaffen wir es doch noch. Das finde ich ja supi. Ah, den Smoothie hätte ich eher anstellen sollen, egal. So, jetzt ist er fertig. Der andere kann da noch ein bisschen warten und bekommt zwei Zitronen. Dann nehmen wir die Zwiebeln mit und einen köstlichen Erdbeerkuchen für dich. Und dann haben wir auch schon drei Sterne. Und haben sogar noch ein bisschen Zeit. Na komm, dann kassiere ich mal eben und bringe euch einen Apfel. So, wow, es ist gerade Ruhe. Das ist ja ganz fantastisch hier. Er ist doch bestimmt... Nee, ist er nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, er ist bestimmt der Letzte. Aber nein. Da kommt noch der Hipster. So, was möchtest du? Du möchtest drei Zitronen und vier Zitronen. Bitte sehr. Dann haben wir eine Lasagne und zweimal Melone. Jo, hat doch ganz gut funktioniert. Saubere Tische, alles aufgefüllt. Ach, das ist doch großartig. Na, dann bin ich mal gespannt, ob sie jetzt wirklich das Video macht. Okay, ich habe eine Liste mit Fragen von den Fans zusammengestellt, die sich am verzweifeltsten angehört haben. Toll! Folgendes musst du in dem Video ansprechen. Rezepte für Milchshakes, Herstellen von Trockenfleisch, Retten eines von der Pleite bedrohten Restaurants, was man auf einem Campingausflug kochen soll und wie man mit wenig Budget eine riesen Party schmeißen kann. Auf all das bin ich nicht vorbereitet. Wie wäre es, wenn ich dir etwas Zeit gebe, damit du dich ein wenig informieren kannst, hm? Ich komme einfach in den nächsten Tagen wieder vorbei und dann zeichnen wir das Video auf. Ja, sicher, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Aber Emily, in ein paar Tagen bist du doch im Urlaub. Ich weiß, dass ich viel über Metriken und derartige Dinge rede, aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass diese Menschen deine Hilfe brauchen. Was, wenn ich ihnen nicht helfen kann? Das ist doch lächerlich. Du willst deinen Weg finden. Das tust du doch immer. Genau, das ist so toll an dir, Emily. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Das tut sie tatsächlich immer. Sie findet immer einen Weg. So, die nächste Herausforderung. Riskante Zahlungen. Lasse Kunden zahlen, wenn ein Herz wackelt. Oh. Okay. Das stelle ich mir tatsächlich ein... bisschen herausfordern davor. Oh Gott, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Mal muss ich das machen? Hui. Hui, also wirklich, 10 Mal ist jetzt ganz schön viel. Weil man da echt gucken muss, ja, dass man den richtigen Moment abwartet. Aber auch nicht zu viele Leute hier stehen hat, sodass man die in der hinteren Reihe nicht mehr erkennt. Oha. Oha, ja, okay. Ich gebe mein Bestes.
Vielleicht, ach, Honig vergessener, super. Vielleicht ist das auch gar nicht so schwer. Also das Herz muss ja schon richtig wackeln, ne? Ich bringe euch erstmal den Apfel. Dann nehme ich mir eben den Kuchen schon mal mit. So, so. Ah, es wackelt, jetzt könnte ich. Ah, okay, hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte ich wahrscheinlich die Frau auch noch da bekommen, weil das Herz hat ja auch fast gewackelt. Gut, gut, also für dich sind erstmal die... es wackelt, es wackelt, es wackelt, es wackelt, es... Ah, nein, ich war zu langsam. Also ich war zu schnell, ich habe zu schnell geklickt, aber Emily war trotzdem zu langsam. Leute, das ist wirklich eine Herausforderung. Einfach, weil man das so perfekt timen muss. Ach so, noch eine. So, ich habe eigentlich Paige dahin geschickt, aber ist okay. Wartet mal, jetzt muss ich mich mal eben konzentrieren. Smoothie mitnehmen. Was habe ich denn jetzt? Oh Gott. Es geht ja nur ums Bezahlen. Also alles andere ist ja gerade erstmal nicht so wichtig. Also für dich gibt es zwei und dann nochmal eine. Ich habe einen Apfel, der auf jeden Fall weg kann. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Zitronen. Paige muss ich gleich eben rüberschicken. So, ihr braucht jetzt einen Apfel. Naja, schnell klicken und dann ganz schnell nach unten. Ja, oh, lauf, 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 lauf. Das packt. Ah! Oh doch, das hat noch funktioniert. Sehr gut. So, dann haben wir zwei Erdbeeren, dann haben wir das, das. Und irgendwas fehlt mir noch, oder? Nein, ich glaube nicht. So, ich achte jetzt mal gar nicht. Zahlen, Zahlen. Nein, hab nicht mehr. Oh, ist das schwer. Weil du ja voll timen musst, wie lange du brauchst, um da hinzulaufen. Oder halt, du stehst direkt hier. Aber in den meisten Fällen steht man nicht einfach nur hier rum, sondern hat was zu tun. 1, 2, 3, 4. Das könnte jetzt wieder schwierig werden. 1, 2, 3, 4. Wenn die beiden da oben sind. Ich muss jetzt, ja, ich muss jetzt warten. Seht ihr? Und jetzt habe ich alle anderen mit abkassiert, was total blöde ist. Oh, ist das doof. Ist das doof. Füll mal eben auf. Ja gut, wir haben die Hälfte der Zeit rum, ne? Ich muss jetzt gerade warten. Ich kann nichts anderes machen. 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir 1, 2. Bitteschön. Ich muss aber auch gleichzeitig hier noch ein bisschen die Übersicht behalten. Dann haben wir 1, 2. Ich brauche da oben das. Jetzt muss ich ganz schnell gleich wieder hier unten... Packe ich nicht, packe ich nicht, packe ich nicht, packe ich nicht, packe ich nicht. Ach, shit. Also, das mitnehmen, eine Zitrone. Krass, aber finde ich ja gut. Ich habe mich ja in den letzten Folgen irgendwann mal beschwert, dass ich es doof finde, wenn immer die... Aha, die gleichen Herausforderungen kommen. Ich hätte erst die da unten machen müssen. Aber ist egal. So, was haben wir denn? Wir haben eine Lasagne. Wir haben zwei davon. Wir haben nochmal zwei davon. Und wir haben zwei Erdbeeren. Na, Paige, geh mal hin. Ich weiß nicht, ob du schon da warst. Lauf schon mal, Emily. Lauf, 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 lauf. Okay, zweimal müssen wir das Ganze nur noch machen. Punkte, ja, sehen so mittelmäßig aus, würde ich jetzt behaupten. 1, 2, 3, 4 Zitronen. 1, 2, 3 Zitronen, bitteschön. Dann haben wir Mais. Dann haben wir eine Zahlung. 1, 2. Ach doch, das schaffen wir. So, abwarten, bis irgendeiner davon wackelt. So, kann ich was auffüllen in der Zwischenzeit? Nee, gerade nicht. Okay, ich darf mich jetzt nicht zu sehr um die hier kümmern, denn... Oh, es wackeln beide. Sehr gut. Wir haben es geschafft. So, jetzt volle Konzentration darauf, noch schöne viele Punkte zu sammeln. Also, zwei Zitronen gibt es noch dazu und einmal die Zwiebeltüte. Ja, ich kassiere jetzt schon mal, damit der hier weg ist. Dann haben wir das. Und da unten 1, 2, 3, 4 Zitronen. So, hier können wir nochmal schnell auffüllen. Ja, das schaffen wir. Sehr gut. Sah am Anfang nicht so aus, aber hey. Eigentlich weiß ich doch mittlerweile bei diesem Spiel immer optimistisch bleiben, denn meistens klappt es am Ende. Zumindest bei den Emily-Teilen. Bei Angela ist das was anderes. Ich finde ja Angela grundsätzlich ein bisschen schwieriger. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, doch, weil die Leute immer so viel wollen. Weil die teilweise mehrere Sachen hintereinander wollen, wie die dann in die Umkleidekabine gehen und pipapo. Irgendwie ist bei Angela immer mehr los. Aber naja. So, ich würde sagen, noch einen bedienen, dann haben wir es geschafft. So.
So, du bekommst das Chili und eine wunderbare Zitrone. Dann machen wir für dich einen Smoothie und ein bisschen Mais. In der Zwischenzeit kann ich aufräumen. Den nehmen wir mit, Mais nehmen wir mit, bitteschön. Haben wir da eine Kombo, Zwiebeltüte nehme ich mit, das nehme ich mit und Lasagne schnappe ich mir. Ja, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. So, Omi, kannst du bezahlen. Und damit hätten wir auch die letzte Herausforderung in Kapitel 1 geschafft. Das ist doch wunderbar. Jetzt bin ich nur gespannt, wie sie das mit dem Video noch machen will, wenn die doch jetzt bald in den Urlaub fahren. Aber okay, Level 10. Auf die Plätze. Die O'Malleys sind fast soweit, um sich auf ihren Roadtrip zu begeben. Na dann, ja, im Laden muss ich jetzt eh nichts mehr kaufen. Ich hätte 825, aber ganz ehrlich, das lohnt sich jetzt überhaupt nicht. Ich werde das bestimmt für irgendeine Errungenschaft brauchen, aber ganz ehrlich, das ist mir wichtiger, dass ich dann gut gerüstet ins zweite Kapitel gehe. Du hast unsere Koffer gepackt? Überraschung. Patrick, du hättest zuerst mit mir reden sollen. Okay, okay. Ich weiß, dass ich etwas voreilig war. Aber Emily, wir haben doch keine andere Wahl, wenn wir endlich mal in den Urlaub fahren wollen. Okay, wir sprechen Folgendes ab. Lass uns losfahren und die Weite der Straße vor uns genießen. Und wenn wir es hassen oder die Kinder damit nicht klarkommen, dann können wir immer noch umkehren. Ich weiß nicht so recht, Patrick. Vielleicht sollten wir den Urlaub einfach auf den Herbst verschieben. Nora denkt, dass ich mit meinem Blog gutes Geld verdienen und vielen Leuten helfen könnte. Hahaha, daran habe ich schon gedacht. Ich habe ein Funkmodem und einen Router in den Campingbus eingebaut. Du hast all das für mich getan? Hol mich nach der Arbeit ab. Vor allem? Erhalte 400 Trinkgelder, okay. Vor allem, du hast das alles nur für mich getan. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Also, Patrick verdient mit seinen Scheißblumen, Entschuldigung, mit seinen Blumen von minderer Qualität, verdient er kein Geld, weil er es einfach nicht drauf hat, weil es ein richtig schlechter Florist ist. Und irgendeiner muss ja den Urlaub finanzieren, ne? Also, kein Wunder, dass er da alles schön in den Bus einbaut, damit Emily hier die Kohle ranscheffeln kann. Aber naja, soll er machen. Hallo, Karl. Soll er machen, ach, der Patrick. Mit dem werden wir bestimmt noch was Lustiges erleben auf unserer Reise. So, für euch ist schon mal der Apfel, dann haben wir die Lasagne, die Gemüsetüte und haben dann gleich eine Dreierkombo. Ach, Leute, ich sollte an die Trinkgelder denken. Dafür muss ich auch ein bisschen flott unterwegs sein. So, hier mal eben kurz abräumen. Mein Lieber, was kann ich dir bringen? Du bekommst drei Zitronen und eine Zitrone. Wisst ihr noch, Leute, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war, als ich irgendwie so eine beschissene Maus hatte, dass sie beim Spielen nicht mehr reagiert hat und ich immer zigmal klicken musste, damit sie irgendwie drei Sachen oder so ins Körbchen packt. Ey, das war so nervig. Fällt mir jetzt gerade so ein, weil es gerade so eine Situation war, wo ich dachte, ey, funktioniert die Maus nicht? Aber Entwarnung, alles gut. So, wir haben den Honig und die Tüte und ich bin einen total blöden Weg gegangen, aber das ist egal. So, da sack ich mir doch jetzt ein bisschen Trinkgeld ein. Und dann haben wir eine Lasagne und vier Zitronen für die freundliche Oma von nebenan. Vor allem, wo ist das Ganze denn hier? Wo findet das statt? Weil sie jetzt gerade so gesagt hat, hol mich nach der Arbeit ab. Ich dachte ja eigentlich, das wäre in deren Garten. Zumindest in irgendeiner Ecke vom Garten. Weil das so typisch nach Emily aussieht. Ist der Zaun nicht auch der gleiche? Wie bei denen am Haus? Deshalb wundert mich das jetzt gerade ein bisschen. Naja, die Emily hatte ja schon eine Pizzeria. Die hatte ja schon, ach, keine Ahnung. Hatte die nicht auch mal eine Sushi-Bar oder so? Auf jeden Fall eine Bäckerei hatte sie, das weiß ich. Vielseitig talentiert und jetzt auch noch großartige Bloggerin. 2, 3, 4 Zitronen. Und dann haben wir es doch gleich bestimmt. Gibst es auch mal ab, Emily? Das wäre ganz sinnvoll. Ach, da kommt die nette Omi wieder
Wow, wir sind mit den Punkten gar nicht so gut aufgestellt, ne? Liegt aber auch daran, dass ich immer gerne erst das Trinkgeld einsacke. Und deshalb vielleicht auf die ein oder andere Combo verzichte. So wie jetzt zum Beispiel. Immer noch nicht geschafft? Na gut, dann jetzt aber. Was möchtest du haben, meine Liebe? Einmal Erdbeere und Melone und einmal nur Melone. Juhu, da haben wir es doch. Dann haben wir eine Zitrone und drei Zitronen. Keine Ahnung, warum sie da nicht direkt vier nimmt. Aber vielleicht möchte sie eine verschenken oder so. Ich wollte Paige dahin schicken. So, wir haben Melone. Wir haben nochmal Melone. Wir haben Erdbeere und Melone. Und unseren köstlichen gerösteten Mais. Juhu, wir haben gerade mal den ersten Stern. Wow. Joa. Und nun, du möchtest den Mais. Und 1, 2, 3, 4. Das bringe ich dir doch gerne vorbei. Dann haben wir... Nee, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten mit dem dahinter eine Kombo. Ach Mist. So, Traubengelee nehmen wir mit. Und 4 Zitronen für dich. Dann machen wir nochmal eine Lasagne fertig. Und nochmal 4 Zitronen. Und haben hier endlich mal wieder eine Kombo. Ach ja, das sieht doch ganz gut aus. Da kommen die nächsten. Paige, du kannst ein Foto machen. Von dem gleichen Hipster-Pärchen. Auch mal total komisch, aber gut. Vor allem sie freut sich so mega, dass sie da ein Foto machen kann. Ist mega am Lachen. Und die Leute interessiert so gar nicht, ne? Aber naja. So, 1, 2, 3 und Schleife. Und 1, 2 und Schleife. Kirschmarmelade. Uhu. Fantastisch. Zweiten Stern haben wir auch. Sehr schön. Und dann bekommst du den Mais und ein bisschen Melone. So, ich glaube, dann mache ich hier nochmal eine Kombo mit 4 Zitronen und nochmal 3 Zitronen. Da hat sich jetzt irgendeiner entschieden. Ach, sie war das. Okay. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir die nochmal mit. Ach ja, das kriegen wir hin. So, machen wir das jetzt erstmal so. Machen den Smoothie fertig. Machen dann das Zitronenkörbchen fertig. So. Und Leute, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir sind, aber eigentlich müssten wir so um die 20 Minuten haben, oder? Hoffe ich zumindest. Oh Gott. Kein Problem. Ich muss nur den Schalldämpfer etwas einstellen. Ich werde meine kleinen Mäuse so vermissen. Oma und Opa haben auch Geschenke für alle Kinder. Malbücher, Stifte und sogar Süßigkeiten. Ich habe ein Schlangenbiss-Set für dich eingepackt. Und eine Trillerpfeife, falls ihr euch in der Wüste verlauft. Es wird schon alles gut gehen, Evelyn. Wir werden unterwegs anrufen. Versprochen. Ach komm, François, du musst noch mit in den Wagen hüpfen. Komm schon. Tschüss, Oma und Opa, wir haben euch lieb. Ach, das sagt sie gar nicht. Okay, ich dachte, Paige sagt das. François bleibt echt hier? Warte! Hast du für meinen Vater eine Notiz mit den Medikamenten für den Hund auf den Tisch gelegt? Ja, ich habe mich darum gekümmert. Warte! Hast du die Eiswürfelmaschine ausgeschaltet? Sonst ist das Eiswürfelfach völlig verstopft, wenn wir zurückkommen. Ja, Liebes, alles schon erledigt. Sind wir bald da? Oh, Leute! Es macht sich zumindest ein bisschen Freude bei mir breit. Ich habe es ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich gerne so ein paar Zwischensequenzen hätte. Das war ja jetzt schon mal eine. Und das ist mehr, als wir bislang bekommen haben bei den Emily-Teilen. Glaube ich zumindest, also was so richtige Zwischensequenzen angeht. Von daher habe ich die Hoffnung, dass wir noch mehr sehen werden.
So, da sind sie irgendwo in, keine Ahnung, Texas oder so mit den Cowboy-Stiefeln. Ich weiß es nicht. Das war ja Chicago. Das ist keine Ahnung wo. Und wie sieht es aus hier mit unserem wunderbaren Campingmobil? Wir können uns das hier kaufen. 21 haben wir. Was käme danach? Ja, ich will ja sowieso alles, ne? Von daher erstmal das Zelt, dann der Campingkocher. Ja, okay, das andere ist natürlich um einiges schöner, ne? Aber es geht nicht schon wieder in Orange, Leute. Das kann ich nicht bringen. Obwohl das... Oh, das ist gar nicht so hässlich. Ne, am schönsten finde ich aber das. Ach komm, das muss nicht zusammenpassen. Das muss schön sein. Ich kaufe das jetzt. Wir werden alle zusammen fantastische Nächte in diesem Zelt erleben. Ja, ganz bestimmt, Emily. Ganz bestimmt werdet ihr das. So, Foto hier. Zurück. Kann ich mir jetzt doch den Campingkocher holen? Ja, kann ich. Ach, der Grill ist natürlich besser, ne? Wobei das so mehr Camping ist irgendwie. Ach komm, wir haben eine Familie zu ernähren. Wir kaufen den großen. Und ich würde sagen, es passt alles nicht zusammen. Ich kaufe den jetzt in Blau. Ist mir egal. Ist mir egal. Eine großartige Stelle, um abends Marshmallows zu rösten. Röstet man die nicht eher beim Feuer? Egal. Wir machen ein Foto, einfach weil es so Tradition ist. So, Leute, ich hoffe, ich bin so ungefähr bei 20 Minuten. Und in der nächsten Folge starten wir dann mit Kapitel 2 und sind hier im Diner. Legen einen Boxenstopp ein. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.